zurück zu Kaffee. Gut gemacht, sie haben getan, warum ich sie gebeten habe. Die haben ihr Auto wirklich gründlich gewaschen. Ist das nicht ein tolles Gefühl, wenn die Karosserie so glänzt? Übrigens bietet GT Auto auch noch andere Dienstleistungen. Sie können ihr Auto komplett überholen lassen, indem sie die Reifen oder aerodynamischen Teile austauschen. Und wenn sie in GT Auto ein schickes Fahrzeug entwerfen, empfehle ich, Inkscape Fotos von ihm zu machen. Wie auch immer, Zeit für ihre neueste Belohnung. Viel Spaß. Tokyo Expressway, eine Weltstrecken-Rennstrecke, ist jetzt verfügbar. Meisterschaft, Tokyo Highway Parade. Also. Begeben Sie sich für dieses Menü zu Weltstrecken und nehmen Sie an der Tokyo Highway Parade teil. Das ist eine Veranstaltung für erfahrene Fahrer und man braucht eine National-B-Lizenz, um teilzunehmen. Wenn Sie noch keine National-B-Lizenz haben, begeben Sie sich ins Lizenzzentrum, um die Prüfungen abzulegen. Wenn Sie sich die Lizenz verdient haben, gehen Sie zu den Weltstrecken und nehmen Sie teil. Ihr Ziel ist es, insgesamt in den Top 3 zu landen. Am Tag des Rennens wird es wohl regnen, also fahren Sie lieber vorsichtig. Ich werde Sie anfeuern. Integra wird empfohlen. Okay. Dann nehmen wir doch hier mal teil. Okay. Bei Escapes können wir das Ganze hier. Hi Olivier. Ich heiße nicht Olivier. Ah, hi Sarah. Okay, der heißt Olivier. Alles verstanden. Und Sie müssen sein. Ich habe viel von Ihnen gehört. Schön, Sie kennenzulernen. Ich heiße Olivier und ich bin Fotograf. Hier in Escapes können Sie Ihr Lieblingsauto an über 2500 Schauplätzen auf der ganzen Welt fotografieren. Sie erreichen diese Schauplätze über das Menü auf der linken Seite, die Schweiz, Amerika, wohin Sie auch wollen. Und Sie können eine voll funktionsfähige Kamera benutzen, um Ihre Aufnahmen bis ins Detail abstimmen zu können. Es ist ein fantastischer Spielplatz für Fotografen wie mich. Ach, kennen Sie sich eigentlich mit Fotografie und Kameras aus? Einigermaßen, ich sag mal nein. Oh, keine Sorge, das ist kein Problem. Drücken Sie erstmal auf den Auslöser und schließen Sie Ihr erstes Foto. Wählen Sie für den Anfang meine ersten Escapes aus. Lassen Sie uns loslegen und ein paar coole Fotos schießen. Ja gut, dann machen wir es halt mal. Ich habe für den Anfang 5 Schauplätze für Sie herausgesucht und ich habe alles schon im Voraus vorbereitet. Wählen Sie einen, der Ihnen gefällt, rufen Sie das Kameramenü auf und wählen Sie Aufnehmen aus. Wenn Sie das tun, wird das Ihren Horizont erweitern. Nehmen wir Porta Rossa. Bereiten wir ein Foto auf der Via Porta Rossa vor, einer lauschigen kleinen Gasse im italienischen Florenz. Im Automodus können Sie das aktuelle Fahrzeug gegen eines Ihrer eigenen austauschen. Wählen Sie über ausgewähltes Auto ändern eines aus, das mehr nach Ihrem Geschmack ist. Da es hier ziemlich eng ist, sollten Sie ein kleines Auto wählen. Denken Sie daran, dass Sie Ihr Fahrzeug um 180 Grad drehen können, indem Sie die R2-Taste drücken.
ausgewähltes Auto ändern, ne? Ja, was nehmen wir denn da? Aber Cinquecento. Ist etwa das gleiche. So. Scheinwerfer. Abblendlicht. Bremslichter müssen nicht an sein. Blinken muss auch nicht an sein. Detailliert. Staub. Muss nicht sein, muss nicht sein. Nee, nee. Passt so. Rücklichter aus. Nebelscheinwerfer aus. Nebelleuchte aus. Fahrer aus. Muss schon einer drin sein. Zu Avatar-Fahrer wechseln. Regentropfen? Nee, lassen wir. Passt so. Okay. Mit der 2 kann ich das Auto drehen. Alles klar. Stellen wir Ihr Motiv jetzt im Kameramodus zusammen. Unter Umgebungseinstellungen finden Sie die Option zum Anpassen des Bildseitenverhältnisses. Darunter sehen Sie die Option Ausrichtung, die auf Porträt oder Landschaft eingestellt werden kann. Nach der Auswahl eines Rahmens können Sie mit dem rechten und dem linken Stick Zoom und Kameraposition anpassen. Zufrieden wählen Sie Aufnehmen aus, sobald Sie das perfekte Bild zusammengestellt haben. Ja gut, es ist schon auf Porträt. Ja toll, jetzt hat es mir da reingezoomt. Arschloch. Also. Ja, mit dem Lenkrad ist es nicht gerade so einfach, das Ganze zu machen. Weil ich habe da nicht wirklich eine Zoom-Taste, das ist ein bisschen das Problem. Ich habe auch keine Kameradrehen-Taste auf dem Lenkrad. Da müsste ich halt noch kurz den Controller reinschalten, aber das muss es nicht sein. Effekte. Unter Effekte können Sie diverse Effekte auf das von Ihnen aufgenommene Foto anwenden. Mit Effektvoreinstellungen können Sie Ihren Fotos ganz leicht ein einzigartiges Aussehen verpassen. Wenn Sie einen Effekt angewendet haben, der Ihnen gefällt, schließen Sie das Auto erneut, Foto erneut und speichern Sie es. Okay. Ich glaube, das reicht eigentlich soweit auch. Hat eine Bleichauslassung drin. Lo-Fi, niedriger Kontrast, Cross-Entwicklung, Sonnenuntergangseffekt, Dauerhimmel, Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß. Halbfarbig, Rot, Blau, Highlight-Boost, Schatten-Boost und Mittelton, egal. Nehmen wir Lo-Fi. Noch dazu. Jetzt machen wir das Foto. Da ich, wie gesagt, mit dem Lenkrad nicht zoomen kann, ist es halt jetzt einfach so ein scheiß Foto. Egal. Scales Fotos in meiner Sammlung gespeichert. Okay. So, gibt hier ganz viele Orte. Marokko, Aomori, Island, Lower Manhattan, Miami. Alles Mögliche. 119 Scapes im Moment. Oder beziehungsweise 119 Ortschaften. Und dann hat jede Ortschaft nochmal diverse Bilder. So, meine ersten Scapes. Muss nicht sein. Okay, dann haben wir das auch abgeschlossen. Schauen wir mal bei dem Gebrauchtwagen vorbei. Gibt es da etwas Neues jetzt? Sind noch etwa die gleiche Auswahl. Nur, dass es, glaube ich, der BMW 3.0 CSL verkauft wurde.
Ja, wie gesagt, ich weiß halt noch nicht, welche Fahrzeuge ich da nehmen soll. Weil ich habe das Gefühl, ich werde die wieder gewinnen. Ich werde die irgendwann gewinnen. Habe ich das Gefühl. Aber kaufen wir doch sonst mal den Honda Civic Type. Ja, kaufen wir doch mal den. Einfach weil ich es kann. Gibt 116 Punkte. Schön. Nein, noch nicht wechseln. Und den 911 Turbo kaufen wir auch gleich, weil wir es können. Gibt noch mal ein paar Punkte. Nein, gerade nicht wechseln. Und damit gehen wir hier zu den Weltstrecken. Und gehen zu den Meisterschaften, wobei wir hier jetzt halt auch noch eine weitere Ortschaft freigeschaltet haben, nämlich den Tokyo Expressway. Und da machen wir dann gleich mal die Streckenerfahrung. Wobei da, wow, da gibt es gleich sechs Streckenerfahrungen. Eieiei, das gibt dann zu tun. Da haben sie gleich alle Strecken, weil es auch alles unterschiedliche Strecken sind und nichts miteinander zu tun haben. Ja, okay, aber dann müsste man das auch in der. Ja, das kommt dann später. Ich mag da jetzt nicht gleich sechs verschiedene Streckenerfahrungen machen. Wir bleiben jetzt erstmal hier bei der Meisterschaft. Und das ist beides auf dem Tokyo Expressway Mitte. Einmal im und einmal gegen den Uhrzeigersinn. Ich fand es eigentlich besser, wo es stand, Innen- und Außenring. Das kann man wohl irgendwie nicht ändern. Naja gut, einen Moment mal, ich schalte da jetzt nochmal bei mir auf YouTube auf den Stream. Nicht weil ich so geil auf meine Stimme bin, sondern einfach um zu schauen, ob der auch wirklich funktioniert. Und ob der immer noch läuft. Gut, auf Discord wurde das immer noch nicht geteilt, so soll es auch sein. So, ich will nämlich schauen, wie lange ich jetzt schon am Streamen bin. Wieso bin ich da auf Anpassen? Im Live-Control Room ansehen, so, das wollte ich. Also. Streamzustand, bla bla bla. Um 13:13 habe ich gestartet, das also bin ich schon 2 Stunden dran und eine halbe Stunde und etwas mehr werde ich da rausschneiden. 450 LPS sind empfohlen. Könnte ich den Integra nehmen natürlich, aber ich denke, ich nehme hier den Civic. Gefällt mir lieber. Tokyo Highway Parade Race, Rennen 1. So, Cavilham. Hallo, ich bin Rick Cavilham. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Da ich ein großer Fan des Toyota 86 bin, freut es mich sehr, heute beim Rennen in Tokio in einen anzutreten. Schön, freut mich für dich. Also, auf geht's. Von außen gerollt, 2
zwei Rufenfuß. Okay. War das zu schnell? Wäre Schaden aktiv, hätte ich da schon ein paar Mal Probleme bekommen. Der EK Civic ist mir einer meiner Lieblingsfahrzeuge. Ist ein sehr schönes Fahrzeug und mein Bruder fährt selbst einen EK Civic. Leider kein Type R. Ich glaube, der wurde, bin mir nicht sicher, ob der damals in Europa überhaupt verkauft wurde. Verpiss dich doch, Lopez! Mit dem Weg. Ja, hier die Mauer mitgenommen. Aber eben, weil mein Bruder halt auch einen EK Civic hat, fahre ich auch gerne einen EK Civic selbst. Ich muss aber sagen, hier die Front ist nicht so... Ja doch, sie ist sichtbar, aber... Ach, schon wieder. Hab mich aufgepasst. Die Front ist nicht so dominant wie real. Da sitzt man wahrscheinlich auch etwas höher. Dann sieht man die Front etwas besser. Auf der Strecke zu überholen, weil halt sie relativ eng ist und die Gegner halt genau die Ideallinie fahren. Und man außerhalb der Ideallinie schwer überholen kann. Mein Gott, der blockt hier wirklich die ganze Strecke. Ekelhaft. Ist echt schwierig, da vorbeizukommen. Es ist nicht mal so, dass es schwer wäre, aber es ist halt einfach mit dem Überholen sehr, sehr schwierig. Haben halt auch nur etwa 4 Autos Platz hier auf der Strecke. Und da ich auch 1000 Mal die Mauer mitnehme, macht es auch nicht unbedingt gerade einfach. Toll, nochmal die Mauer mitgenommen. Danke, Frager, Trottel. So.
Jetzt ist Callahan vorne. Wow! Ja, danke für den Block. War nicht so, dass man viel Zeit verliert, so wenn man den Ball berührt, aber es nervt halt trotzdem. Ich muss aber auch sagen, es ist von den Tokio-Kursen ist das die Strecke, die ich am wenigsten gefahren bin. Ja, ich habe jedes Mal die gleiche Entschuldigung, aber es ist einfach so. Also, damit gewonnen, zumindest das erste Rennen. $15.000 fürs erste Rennen. Ah, wir haben sogar 12 Fahrzeuge hier. Ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte, wir haben 10. Habe ich mich getäuscht. Dann zum nächsten Rennen. Die andere Richtung. Und sehr wahrscheinlich im Regen. So, Blažan. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Patrick Blažan. Ich komme aus Ungarn. Ich sitze häufig am Steuer eines Suzuki Swift, das ist mein Lieblingsauto. Okay, schön für dich. Ja, ein bisschen regnet, nicht viel, aber durchaus. Der wird da zumindest, glaube ich, etwas... Ups. Der wird zumindest etwas bessere Voraussetzungen haben als Cavalhan. GT86. Regnet etwas stärker. Ja, toll, machst du gut. Die Konkurrenz ist hier richtig schnell, wow. Oder ich sitze halt noch weiter hinten, als ich das sonst tue. Oder sie fahren mit Regenreifen, irgendwas. Sorry, Beauvoir, tut mir leid. Den Teil hole ich doch ziemlich auf. Aus welchen Gründen auch immer. Ups. Ja. Ich bin der Wallbrain.
man sieht, dass Callahan etwas Mühe hat, den Laderaum zu überholen. Es erlaubt mir, außenrum vorbeizugehen und hier den Wallgrind zu machen. Und nochmal, yay! Mann, bin ich schlecht. Das Auto muss dann auch schon aussehen. Aber so einen großen Unterschied spüre ich jetzt nicht. Aber es sind natürlich auch noch Interferenzen. Das ist halb so wild. So. Da aus irgendeinem Grund dieser Teil halt viel einfacher ist, dass der Regen wieder aufhört. Aber das Auto sieht auch aus. Also die rechte Seite ist komplett hinüber und die linke hat auch Gebrauchsspuren. Ups. Genau wieder im falschen Zeitpunkt gedrückt. Diesmal gibt es nur 10.000, weil es kein sauberes Rennen war, sehr wahrscheinlich. Aber ja. Meisterschaft damit gewonnen. Gibt nochmal 10.000. Sie waren insgesamt Erster, 20.000 zusätzlich. Und den Nissan Silvia oder einen dieser drei Wagen. Ich bekomme den Mazda Eunos Roadster. Okay. Das ist die Spaßmaschine unter den drei Fahrzeugen. So, das war jetzt kein Rennen, wo man stolz drauf sein kann. Weg damit. Und damit können wir zurück ins Café gehen. Sie waren bei der Tokyo Highway Parade siegreich, eine großartige Leistung. Ein Roulette-Ticket, ein Stern. Ein Pavillon ist jetzt verfügbar, der Sportmodus und der Multiplayer. Nächstes Menübuch, Nummer 10, Sammlung, japanische FR Sportwagen. Fangen wir doch an. Das Silvia Q's kann man aus Tsukuba gewinnen. Und den vollen Saat ist der Subaru BRZ. BRZ STI Sport, den ich sogar in meiner Kollektion habe. Und den anderen Wagen, den kriege ich auf den Highspeed-Ring. Den Corolla Levin 16 und GT Apex. Der legendäre Kleinwagen mit Heckantrieb steht für die Freude am guten Fahrzeughandling. Was steht bei Silvia? Beim S13 mit Saugmotor machen der faire Preis und das gleiche Handling einen Teil der Anziehungskraft aus. Okay. In diesem Menü möchte ich, dass Sie japanische FR-Sportwagen sammeln. Können Sie mit dem Begriff FR etwas anfangen? Das sind Autos mit vorne verbauten Motor, Front F und Hinterradantrieb, Rear R. Anders gesagt, die hinteren Räder treiben das Auto an, die vorderen dienen zum Lenken. Durch diese klare Arbeitsteilung zwischen Front und Heck werden alle vier Räder bestmöglich genutzt. Fahren Sie ein FR-Auto, dann werden Sie mich verstehen. Sammeln Sie alle drei und kommen Sie dann wieder her. Okay.
mache ich das doch.